So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Innsmouth Case. Ich habe jetzt mir gesagt, komm, da jetzt die letzten zwei, drei Achievements jetzt auch nicht mehr so wichtig sind und wir die Enden auch nicht alle hinkriegen, so wie es aussieht und ich keine Ahnung habe, wo man rausfinden kann, wie man die findet, habe ich jetzt gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen jetzt quasi nach Musterlösung. Das heißt, ich habe da einen Guide gefunden, wo man ein Ende freischaltet, was für mich erstmal gar nicht so besonders aussah, aber meinetwegen, es scheint das beste mögliche Ende zu sein. Deshalb machen wir ein neues Spiel und handeln jetzt mal komplett nach dieser Lösung und das werden dann wohl auch die letzten Innsmouth-Folgen. Dafür lese ich da jetzt aber wirklich nochmal alles vor, um quasi die ideale Geschichte zu präsentieren. Also der Stuhl knarrt noch ein bisschen, tut mir leid. So, Boston, 21. September. Die letzten Sonnenstrahlen kriechen durch die Jalousien deines wie immer leeren Ermittlerbüros. Dieser erbärmliche Gestank von Whisky, kaltem Zigarettenrauch und Ravioli aus der Dose, quietschende Reifen und ständiges Hupen draußen auf der Straße sagen dir, dass es nach 20 Uhr sein muss. Menschen, die Feierabend machen, die auf dem Weg nach Hause sind, auf dem Weg sind nach Hause. Was ist das denn jetzt für eine Formulierung? Du solltest dich ihnen anschließen. So, wenn ich mich recht erinnere, soll ich jetzt meinen Schreibtisch anstarren. Also, ja. Dein Tag war lang und frustrierend, dir gehen langsam die Ideen aus, wie du Anrufe von Menschen, die Geld von dir wollen, abfertigen kannst. Ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken, als du durch den Stapel unbezahlter Rechnungen blätterst. An oberster Stelle liegt eine Mahnung deiner Vermieterin, du bist 2 Monate im Rückstand. Darunter lugt die Rechnung deiner Spielefirma hervor, betreffend In-App-Käufen im dreistelligen Bereich. Du hast versucht, sie als wichtige Ausgaben im Zuge deiner Ermittlungen zu deklarieren, aber dummerweise weigerte sich ein Kunde, diesen Teil der Spesen zu begleichen. Dann noch die zweite Mahnung von deinem Telefonanbieter, der droht dir, das Internet zu kappen. Du solltest dagegen vielleicht rechtlich vorgehen, denn ohne Internet kannst du nicht arbeiten oder leben. Du brauchst unbedingt eine Zigarette. Du spielst mit dem Gedanken, dir auf den Stress eine Zigarette zu gönnen, als dein Blick auf die unbezahlte Rechnung von deinem Lungenspezialisten fällt. Gut, vielleicht ist die Kippe doch nicht so dringend. Dir entfährt ein langer, tiefer Seufzer. Es war vielleicht kein erfolgreicher Tag, aber immerhin ist er vorbei. Du freust dich auf dein exquisites Programm für den Freitagabend, daheim in einer Jogginghose alte Mystery-Serien schauen und dich mit billigem Fusel betrinken. Seit dem frühen Nachmittag starrst du schon auf die Schnapsflasche am anderen Ende des Zimmers. Bis jetzt hatte ich ein nebulöses Gefühl von Professionalität davon abgehalten, deine Leber zu ölen, aber dem steht nun nichts mehr im Weg. Plötzlich hörst du jemanden an der Tür. Ich glaube, da müssen wir jetzt sagen, wer ist da, ne? Genau. Wer ist da? Die Tür öffnet sich zaghaft und mit einem ausgedehnten Quietschen. Nach nur einem Spalt breit hält der unbekannte Gast inne. Eine Frauenstimme haucht ein melodisches Hallo in dein Büro. Dein Inneres verkrampft sich. Schlagartig wird dir bewusst, dass du dieses Jahr noch nicht geputzt hast. Im September. Du bittest sie herein. Im Schein der Schreibtischlampe erkennst du nun mehr als die Silhouette. Eine atemberaubende Frau erhält dein Büro. Zweifellos jenseits der 40, vielleicht sogar 50, schwer zu sagen. Ganz in Schwarz gekleidet, einem hautengen Kleid, dessen Schnitt in einem Dekolleté gipfelt, das den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen scheint. Rauchiger Lidschatten, so dunkel wie an Land geschwemmte Algen. Blondes, gewelltes Haar quillt unter einer Baskenmütze hervor. Das schwache Licht der untergehenden Sonne tanzt darin und du fragst dich, wie viele Köpfe diese Frau in der Blüte ihrer Jahre verdreht haben muss. Sie ist vollkommen anders als deine üblichen Kunden. Nervöse Bankangestellte mit Schweißflecken unter den Ärmeln, die überzeugt sind, dass ihre Frauen etwas mit dem Postboten am Laufen haben. Jede Bewegung ist kalkulierte Anmut. Geschmeidig wie ein Aal begibt sie sich an deinen Schreibtisch und nimmt dekorativ auf der Ecke Platz. Moment. Ja. Was ein wenig dreist ist. Ohne dich vorher zu fragen, aber als Profi lässt du dir nichts anmerken. Sie scheint die verführerische Damsel in Distress spielen zu wollen. Eine leise, vergnügte Stimme deines Unterbewusstseins freut sich, dass diese Unbekannte womöglich deine Begeisterung für Film-Noir-Klischees teilt. Eine weitaus lautere Stimme wundert sich, dass diese Frau wohl glaubt, eine sexy Pose und freizügige Bekleidung hätten Einfluss auf dich, und beide Stimmen sind sich einig, dass sie nicht gerne manipuliert werden.
Denn solange die Fremde auf deinem Tisch sich nicht gerade von einem harten Arbeitstag als Dessous-Model erholt, siehst du keinen logischen Grund für ihr Gebaren. Als sie anfängt zu sprechen, ist ihre Stimme rauchig und verheißungsvoll. Mein Name ist Dahlia Marsh. Ich bin auf der Suche nach einem Privatdetektiv. Man sagte mir, sie gehören zu den Besten. Sie streckt ihre Hand aus. Jetzt sollen wir die Hand küssen? Du küsst ihre Hand und wackelst dabei mit den Augenbrauen, so wie du es aus den Klassikern gelernt hast. Diese Dame scheint nur gehobene Gesellschaft echten Luxus gewöhnt zu sein. Das erkennst du an dem starken Geruch von Kaviar. Vielleicht bietet sich hier die Gelegenheit, etwas mehr Budget herauszuschlagen, wenn du deinen Charme richtig spielen lässt. Also, wenn ich mich recht erinnere, heißt es jetzt weiter flirten. Moment. Yep. Lass mal weiter flirten. Nichts ist so attraktiv wie ein heldenhafter Privatermittler, denkst du dir, während du heimlich mit deiner Zunge die Reste deines Mittagessens aus den Zähnen drückst. Was macht eine so adrette Lady wie sie in einem vermoderten Büro wie diesem? Das ist ihr Büro, erwidert Dahlia ein wenig angewidert. Du lächelst und nickst langsam. Richtig, Mist. Du solltest schnell das Thema wechseln. In diesem Fall zum Abendessen ausführen? Kann ich Ihnen etwas anbieten? Du erhebst dich und holst den Feierabendschnaps von seinem Podest. Die Whiskygläser, die du dazu greifst, kleben am Tisch und lassen sich nur mit merklichem Ruck lösen. Ganz plötzlich empfindest du eine tiefe Scham für den Zustand deines Lebens im Allgemeinen und deines Büros im Speziellen. Kann ich Ihnen zum Beispiel anbieten, sie zum Essen auszuführen? Ich habe kein Problem damit, Geschäftliches und Unterhaltsames zu kombinieren. Du lächelst gewinnend, während du mit einer Hand unauffällig die Whiskygläser aus dem Sichtfeld beförderst. Geschickt begräbst du sie unter dem Schmuddelheftchen, das du verwendet hast, um Kakerlaken zu zerquetschen. Wortlos kommt ihr beide zu der Übereinkunft, diesen Gesprächsfaden auf ewig zu begraben und zum Geschäftsteil überzugehen. Es geht um meine Tochter Tabitha, sie ist verschwunden. Du zückst Papier und Bleistift, das wird ein Spaziergang im Park. Ein Spaziergang im entführte Kinderpark. Gut, wann und wo haben sie ihr Kind zuletzt gesehen? Die Lady setzt ein künstliches Lächeln auf. Und wir leben in Innsmouth, das ist eine kleine Hafenstadt nördlich in der Nähe von Arkham. Du runzelst die Stirn. Das ist sehr vage. Was hat ihr Kind zuletzt gemacht? Welche Hobbys hat es zum Beispiel? Sie wissen doch, wie Kinder so sind. Die laufen einfach überall herum und spielen mit ihren Jojos und so. Dahlia streicht sich fahrig mit der Hand durchs Haar. So, wenn ich mich recht erinnere, heißt es jetzt alle Fragen nacheinander stellen. Und dann konfrontieren. So, hat ihre Tochter Freunde? So hat ihre Tochter Freunde, bei denen sie untergetaucht sein könnte. Klassenkameraden, Sportvereinsmitglieder, irgendwas dergleichen? Dahlia schüttelt den Kopf. Sehr merkwürdig. Du bist kurz davor zu fragen, ob das Mädchen zumindest eingebildete Freunde hatte, lässt es aber bleiben. Jojos ist, glaube ich, eine Sache, wo man konfrontieren kann. Was ist mit ihrem Vater? Was ist mit Tabithas Vater? Leben sie getrennt? Oftmals tauchen verschwundene Kinder bei Familienangehörigen unter. Dahlia lächelt traurig. Dafür kann meine Kleine noch nicht gut genug schwimmen. Dein Stift verharrt auf derselben Seite im Notizblock. Was sollte das denn heißen? Nachhaken? Verzeihen Sie aber, es fällt dir schwer, die richtigen Worte zu finden angesichts einer so kryptischen Aussage. Was zum Geier meinen Sie denn damit? Die Kleine kann nicht genug schwimmen. Dahlia rümpft die Nase. Es scheint ihr gar nicht zu passen, dass du ihr persönliche Fragen stellst. Dennoch geht sie darauf ein. Ach, nur eine Redewendung bei uns in der Provinz. Sie lächelt. Doch es erreicht ihre Augen nicht. Dahlia wendet den Blick von dir ab und sieht verträumt, nein, sehnsüchtig aus dem Fenster. Ihr Vater war Fischer, wie die meisten im Dorf. Vor ein paar Jahren fuhr er rauf aufs Meer, doch er kehrte nie zurück. Sein Boot wurde Wochen später zurück an die Küste gespült. Seine Kollegen sagten mir, er sei endgültig dem Ruf der Wellen gefolgt. Du schweigst einen kleinen Moment. Verstorbene Familienangehörige sind immer ein heikles Thema. Mein aufrichtiges Beileid. Dein Gegenüber wirkt gefasst. Ach, irgendwie wusste ich immer, dass dieser Moment kommen würde. Ich denke, mein Mann ist jetzt an einem besseren Ort. Und irgendwann werde ich zu ihm stoßen. Du musterst Dahlias Outfit genauer. Ihrem gesamten Gebaren und ihrer Kleidung nach zu urteilen, hättest du sie niemals für die Frau eines Fischers gehalten. Mehr Einzelheiten zu dem Fall, bitte. Wie sieht ihre Tochter aus?
Sie ist erst 8 und das süßeste Mädchen, das man sich vorstellen kann. Seit letzter Woche ist sie spurlos verschwunden. Keine ihrer Schulkameraden hat sie gesehen und niemand weiß, wo sie abgeblieben sein könnte. Sie reicht ihr ein Foto. Sehen Sie, das ist mein kleiner Sahnedrops. Gütiger Himmel, soll das ein Scherz sein? Ist das wirklich das Gesicht eines Kindes oder eine billige Fotoverfremdung? Wirst du gerade Opfer einer Reality-TV-Show? Ein Schwall Magensäure und der letzte Bissen Mittagessen kriechen unaufhaltsam deine Speiseröhre hinauf. Du schluckst es herunter. Mit zusammengekniffenen Augen schluckst du die Galle wieder herunter und verziehst dabei unwillkürlich das Gesicht. Dahlia sieht dich noch immer hoffnungsvoll an. Sie hat von deinem kleinen Malheur offensichtlich nichts mitbekommen. Ein Glück. Das hätte unangenehm werden können. Ich bin so verzweifelt. Ihre Augen suchen deine. Mehr Fragen zum Fall stellen? Jojos? Halt mal, Jojos? Leben sie vielleicht in einer anderen Zeitzone, so ungefähr Ende der 90er? Dahlias Wangen erröten. Was dich normalerweise ein wenig wuschig machen würde, ging es hier nicht gerade um ein verschwundenes Mädchen und eine laienhaft gespielte Mutterrolle. Jetzt konfrontieren. Hier stimmt etwas nicht. Du hast eine Nase dafür, deswegen bist du Privatdetektiv geworden. Oder um genauer zu sein, deswegen hast du einen Online-Detektivkurs belegt, der laut Instrukteur alle nötigen Informationen vermittelt hat. Zeit, dir deine Besucherin vorzuknöpfen. Warum kommen sie zu mir? Du hebst dich aus deinem Sessel. Innsmouth befindet sich etliche Meilen entfernt von hier. Warum wollen sie ausgerechnet mich beauftragen? Nicht mal ich selbst würde mich selbst beauftragen. Dahlia verschränkt die Arme. Was interessiert sie das überhaupt? Wollen sie bezahlt werden oder nicht? Und jetzt muss ich, glaube ich, extra Spesen verlangen, oder? Yep. Extra Spesen, dann hat man den Auftrag in der Tasche. Und dann muss man per Bus nach Innsmouth. So. Du faltest die Hände. Das ist die Chance. Wenn ich mich schon auf eine Reise ins Ungewisse begebe, wird das nicht billig. Du lehnst dich vor. Aber das ist ihnen ihre Tochter ja sicherlich wert. Mit etwas, was hoffentlich wie ein Pokerface aussieht, starrst du Dahlia in die kalten Augen. Nach einem Augenblick, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt, nickt sie und kramt in ihrer Brieftasche ein, um einen zweiten Umschlag hervorzuholen. Du fragst dich, wofür der wohl gedacht war. Betrachten Sie diesen Vorschuss als Vertrauensbeweis. Du nickst. Ein vermisster Personenfall? Nichts Ungewöhnliches. Das übliche kleine Mädchen, das von zu Hause wegläuft, nachdem es seinen ersten Liebesroman gelesen hat. Normalerweise verstecken sie sich am Waldrand oder in einer Bücherei. Sollte einfach zu klären sein. Ich rück noch mal kurz den Stuhl ein bisschen zurecht. So. Bevor du etwas antworten kannst, knallt sie dir das Foto des Kindes und ein Bündel Scheine auf den Schreibtisch. Für ihre Spesen. Du nickst langsam. Wenn du etwas sagen würdest, würde nur der Geifer aus deinem Mund quellen. Du hast schon ewig nicht mehr so viel Geld gesehen. Dir bleibt nicht viel Zeit, dich vorzubereiten. Eine schnelle Suche ergibt, dass bloß ein einziger Bus nach Innsmouth fährt. Und das nur einmal am Tag. Deine Nachforschungen ergeben ein Muster. In den wenigen Nachrichten, die im Zusammenhang mit dieser kleinen Küstenstadt stehen, geht es um vermisste Personen. Davon abgesehen findest du noch einige recht altmodische Artikel, die das Küstenkaff als Urlaubergeheimtipp anpreisen. Der beste Fisch, unberührte Strandpromenade, authentisches Fischervolk sind die immer wiederkehrenden Schlagworte. Dahlia hat dir ihre Anschrift gegeben, an der du ihre Tochter abliefern sollst, sobald du sie findest. Ihre Telefonnummer hat sie auf dem Foto des Kindes notiert. Du wirfst noch einmal einen Blick auf das Bild, bevor du deine Sachen packst. Am nächsten Morgen reist du per Bus. So, ich trinke kurz einen Schluck und gucke jetzt, wie wir uns benehmen müssen. So. Moment. Also, Reise nach Innsmouth. Yep, wir müssen uns den goldenen Angelhaken holen, warum auch immer. So. Der Anfang deiner Reise beginnt an einem belebten Busbahnhof. Angeblich startet eine Buslinie von hier aus nach Innsmouth. Und Busse sind bekanntlich nicht nur umweltfreundliche Fortbewegungsmittel, sie schonen auch deinen sensiblen Geldbeutel. Die Abfahrtstafeln sind keine große Hilfe. New York, Maine, Rhode Island, von Innsmouth als Ziel keine Spur. Du irrst eine Weile umher, bis du einen Abtrünnigen der Putzkolonne bemerkst, der im Schatten der Snackautomaten gerade ein Sandwich verzehrt. Putzdienst ansprechen? Entschuldigen Sie, wo finde ich Inns...
ohne von seinem Sandwich abzulassen, zeigt die Putzkraft auf einen verlassenen Schalter in der finstersten Ecke, zu der ein öffentlicher Bahnhof Busbahnhof in der Lage ist, so. Damit nickt der Mann dir zu, als sei damit alles gesagt. Der Schalter ist dekorativ mit Spinnweben verziert. Ein bisschen früh ist es ja schon für Halloween-Vorbereitungen, aber immerhin hat sich jemand Mühe gegeben. Im Moment scheint niemand da zu sein. Du presst dein Gesicht gegen die Plastikscheibe, um etwas im Raum dahinter zu erkennen. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ich muss nach Innsmouth. Keiner da, aber wie aus dem Nichts liegt plötzlich ein Busticket auf deinem Tresen. Auf dem Tresen. Ob die Fahrt umsonst ist? Solltest du etwas dalassen? Wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Moment. Ja, genau. Eine Spende dalassen. Du bist Verfechter des Rechts. Das du bezahlst, versteht sich von selbst. Du legst ein paar Münzen in die Schale unter der beschlagenen Glasplatte. Bleibt nur zu hoffen, dass sie nicht vom nächsten Mitreisenden stibitzt werden. Selbst wenn hinter dem Schalter jemand sitzen würde, könntest du ihn nicht erkennen. Es ist einfach zu dunkel. Für wenige Sekunden warst du abgelenkt, da liegt plötzlich Rückgeld auf dem Schaltertresen. Was ist das zwischen den Münzen? Ein kleiner goldener Angelhaken? Seltsam. Wo versteckt sich dieser Bus? Zwischen den polierten Greyhounds und Reisenden, die ihr Gepäck verstauen, sich verabschieden und müde in ihre Sitze fallen lassen, steht eine Art Müllcontainer. Ein Müllcontainer mit Fenstern? Nein, es ist tatsächlich ein Bus. Er ist vollkommen verrostet und selbst aus einiger Entfernung nimmst du den eigentümlichen Geruch wahr, den er absondert. Ist das etwa Schwefel? Kaum zu glauben, dass das Ding fahren soll. Im nahen Umkreis ist alles merklich ruhiger als an den anderen Bussteigen. Die einsteigenden Menschen erzeigen keine Gemütsregung, niemand drängelt hier, stattdessen schlurfen die Fahrgäste im einheitlichen Tempo hintereinander die quietschenden Stufen am Busfahrer vorbei. Belagern möglichst einzeln die Zweiersitzer, als würden sie ihre Mitreisenden gar nicht wahrnehmen wollen. Auf dem Schild steht ganz klar Innsmouth. Keine Abfahrtszeiten, keine Zwischenstopps, einfach nur Innsmouth. Unschlüssig stehst du auf der Einstiegstreppe. Ich meine, wir sollen das Ticket nur vorzeigen, oder? Yep, Ticket vorzeigen, einfach weitergehen. Ticket vorzeigen? Du reichst dem Fahrer das Ticket. Keine Reaktion. Zumindest kannst du keine erkennen. Die Beleuchtung ist dürftig und der Schatten seiner verstaubten Fahrermütze legt sich fast über sein komplettes Gesicht. Was ist das an seinem Hals? Du stehst in der Tür und wartest auf ein Okay, ein Nicken, irgendwas. Der Schwefelgeruch ist stärker geworden. Hinter dir hat sich eine Schlange gebildet. Doch weder drängt noch beschwert sich jemand. Die Leute warten still und geduldig. Einfach weitergehen. Du schiebst dich seitwärts durch den Gang. So lang sah der Bus doch von außen gar nicht aus. Du bist flankiert von schäbigen Zweiersitzen und einige sind bereits besetzt mit jeweils einem Reisenden. Die hintere Bank ist frei, sieht allerdings so aus, als sei die Polsterung an einigen Stellen aufgeplatzt. Oder aufgeschlitzt? Du kannst Federn mit scharfen Drahtkanten erkennen. Und auf dem Boden scheint irgendeine klebrige Flüssigkeit ausgelaufen zu sein. Warum hast du dich nicht gleich in eine der freien Reihen gesetzt? Hier hinten ist fast alles besetzt oder genauer gesagt blockiert. Jetzt fährt hier wohl was mit Blaulicht lang? Tut mir leid. Die meisten Fahrgäste haben sich demonstrativ an den Gang gesetzt und versperren damit die Fenstersitze. Vielleicht bietet sich ja die Gelegenheit, dem gemeinen Innsmouth-Besucher etwas näher zu kommen, ob sie wollen oder nicht. Aber ich meine, wir müssen zur hintersten Bank. Hinterste Bank. Du warst schon immer der coole Außenseiter. Zumindest redest du dir das gerne ein. Also nimmst du die hinterste Sitzreihe für dich in Beschlag. Die Fahrt wird doch nicht lange dauern, oder? Einmal mehr wünschst du dir, du hättest der Landkarte etwas mehr Aufmerksamkeit gespendet. Erneut steigt dir der Geruch von Schwefel in die Nase. Du versuchst dich vorsichtig hinzusetzen, ohne deine Klamotten an den Drahtkanten der Sitze zu zerreißen. Plötzlich ein Ruck. Ohne das Gleichgewicht halten zu können, wirst du von unsichtbaren Mächten, besser bekannt als Gravitation, in den Sitz gepresst. Der Bus ist ohne jede Vorwarnung gestartet. Durch die abrupte Fahrt ist ein Bündel vergilbter Papiere über den dreckigen Boden direkt vor deine Füße gerollt. Du hebst es auf. Schau an, eine Zeitung. Innsmouth Illustrated. Vom April letzten Jahres. Praktisch. Lesen? Laut einem Aufkleber war die Zeitung von einem gewissen C.G. Jung abonniert. C.G. Jung? C.G. Jung? Jung? Egal.
sagen wir mal, C.G. Jung abonniert worden. Die Innsmouth Illustrated bietet tatsächlich eine Menge unterhaltsamer Artikel. All diese Artikel klingen nach einer liebenswerten, aufstrebenden Touristenmetropole. Ein echter Geheimtipp. So, weiterlesen. Du fasst den Entschluss, jeden einzelnen verdammten Artikel in dieser Zeitung zu lesen. Vorbereitung ist bekanntlich alles und davon abgesehen ist dir sterbenslangweilig. Du erfährst, dass Innsmouth über eine Strandpromenade verfügt und letztes Jahr sogar eine Strandbar eröffnet hat. Schließlich entdeckst du das Kreuzworträtsel, welches sich als ganz schön schwierig erweist. Ganz schön viele fischbezogene Begriffe. Kleinteilige Backware mit durchmischter Reihenfolge. Wahrhaftig plus H. Das ist dir im Moment zu schwierig und du wirfst die Zeitung barsch in die Ecke. Schließlich fallen dir die Augen zu. Den Rest der Fahrt über schläfst du friedlich. Der Bus verlässt irgendwann die Landstraße und biegt an einem Holzschild ab, auf dem in roten, teilweise abblätternden Lettern Innsmouth geschrieben steht. Die Fahrt geht holprig weiter über einen schmalen, mit zahlreichen Schlaglöchern übersäten Feldweg. In der Ferne sind bereits vereinzelte Häuser zu erkennen. Möwen umkreisen die Dächer des äußersten Randes der Stadt, die sich entlang der Küste aufbaut. Sämtliche Fahrgäste holen nun ihre Taschen unter den Sitzen hervor und machen sich startklar. Neugierig siehst du, Moment, Seitenfenster. Merkwürdig, der Bus zieht vorbei an einem riesigen Schrottplatz? Parkplatz? Und das hier draußen vor der Stadt im Nirgendwo. Ihr passiert ein weiteres Holzschild, dessen halb abgeblätterte Schrift den Innsmouth Park und Rastplatz bewirbt. Eine Menge Autos sehen so aus, als würden sie schon seit Jahren hier stehen. Herbeigewehter Sand verdeckt die Motorhauben und Windschutzscheiben. Quietschend öffnet sich die Vordertür des Busses und du reißt dich ein in die monotone, traumwandlerische Reihe der Einheimischen. Schritt für Schritt im Gleichschritt kommt ihr dem Ausgang näher. Während du die Stufen herabsteigst, musst du deine Augen vor dem Sonnenlicht schützen. Der Bus war ganz gut abgedunkelt. Die anderen Fahrgäste machen sich schlurfend davon. Und hier würde ich sagen, machen wir dann einen Schnitt. Und dann machen wir hier bei der nächsten Folge weiter und wie gesagt, es werden ein paar mehr Folgen wahrscheinlich und das wird dann aber auch der Abschluss der Innsmouth-Reihe hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play the Innsmouth Case. Bis dahin, cheerio!